Willkommen zu einer neuen Folge Kümmerlumt. Heute machen wir diese süßen Erdbeeren. Ich habe die einmal in der Variante mit Gummis gemacht, mit umwickelten, und einmal mit kleinen Perlen. Heute mache ich sie mit ein bisschen größeren Perlen. Und ja, einmal links rum und einmal rechts rum oder umgedreht, wie auch immer. Und ich zeige jetzt euch, wie es geht. Vorher natürlich noch, was ihr alles braucht. Ein Webrahmen mit zwei Streben. Ihr braucht mindestens zwei Nadeln. Ihr könnt zwei Rainbow Loom Haken nehmen, ihr könnt aber auch zwei normale Nadeln nehmen. Ihr braucht natürlich Rot und Grün, gelbe aufgewickelte Gummis oder ihr nehmt Perlen, ein Stück Wolle oder Strick, kann auch eine andere Farbe haben. Ich habe jetzt Rot genommen, weil ich es da habe. Und natürlich Watte zum Füllen. Das war's. Also wir fangen an auf 4 Pins und legen einfach ein Kreuz. Darüber legt ihr jetzt eine Runde. Und verlumt das Ganze. Das Ganze machen wir jetzt nochmal. Heißt, legen noch eine Runde darüber. Verlumen das Ganze. Jetzt vergrößern wir. Heißt, wir nehmen von allen vier Seiten die Gummis und legen die nach außen. Darüber legen wir jetzt wieder eine komplette Runde. Und verlumen das Ganze. Jetzt legen wir ein aufgewickeltes Gummi. Fangen wir an, die aufgewickelten Gummis oder Perlen aufzulegen. Dazwischen machen wir zwei Reihen. Dann setze ich die nächste Perle. So, jetzt verlume ich das Ganze wieder. Und darüber mache ich jetzt noch eine normale Runde wieder nach den Perlen. Ein bisschen runterdrücken. Jetzt vergrößern wir das Ganze wieder auf allen vier Seiten. So, hier lume ich jetzt zwei Runden, das ist Runde 1. Und Runde 2. So, jetzt vergrößern wir wieder auf allen vier Seiten. Da lumen wir jetzt wieder eine normale Runde drüber. So, nun legen wir wieder eine Runde Perlen. Und eigentlich versuche ich es immer so zu machen, damit die ein bisschen versetzt sind.
und orientiere mich eigentlich hier drin an dem. So, jetzt verlungen wir das Ganze wieder. So, und hier lume ich jetzt nochmal 2 bis 3 Runden, je nachdem wie lange eure Erdbeer werden soll, drüber. Das heißt, das ist jetzt Runde 3. So, ich habe hier noch eine Perle übrig, die setze ich jetzt einfach in der 5. Runde einfach hier dazwischen. Ihr könnt natürlich mehr oder weniger setzen, wie ihr Lust und Laune habt. So, damit die auch weg ist. Und dann lumen wir unsere letzte Runde fertig, bevor wir nochmal verkleinern. Und jetzt verkleinern wir wieder, das heißt, wir nehmen die äußeren 2 Gummis und legen die einfach einen Pin darunter, legen das andere drüber und das machen wir auch wieder auf allen 4 Seiten. Legen das äußere 1 nach innen, legen die unteren 2 drüber und hier auch nochmal. Und die unteren 2 drüber. So, jetzt haben wir einmal verkleinert. Kleiner würde ich nicht werden, sonst wird die Form der Erdbeer zu komisch. So, und darüber legen wir jetzt noch eine Runde. So, habt ihr das gemacht? Nehmt euch jetzt euren Strick und geht durch alle Pins durch. Ihr könnt natürlich auch wieder eine Gummikordel nehmen. So, seid ihr durch alle Pins gefahren, könnt ihr das Ganze jetzt einfach runterziehen. Und jetzt müsst ihr euch entscheiden, wollt ihr eure Erdbeer so rum oder wollt ihr sie links rum? Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich drehe meine jetzt links rum. Und jetzt müsst ihr die noch mit Watte füllen. So, dann macht ihr oben einfach einen Knoten. Mit den großen Perlen sieht es natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, also als kleiner Tipp, nehmt kleinere, das sieht besser aus wie die großen. So, wir machen jetzt noch das Blattgrün. Dazu fahrt ihr einfach, hier ist euer Kreis, da fahrt ihr einfach 1-2 Maschen darunter. Geht mit eurem Haken einfach so quer rein, nehmt euch ein Gummi, das könnt ihr einzeln oder doppelt nehmen, so wie ich das mache. Fahrt da durch. Das ist so durch, macht eine Schlaufe, fahrt in die nächste Masche. Auf jeden Fall so 2 bis 3 Maschen solltet ihr mit Grün einfach machen. Legt es wieder doppelt auf den Haken, geht durch alles durch, legt das Haken ab und zieht das wieder durch, eure Masche durch. Dann fahren wir in die Mitte, in euren Kreis rein. Da, wo ihr euren Knoten mit dem Strick gemacht habt, fahrt wieder durch, zack, und zieht das wieder durch, nein, durch, jetzt geht ihr hier gegenüber in die Masche, doppeltes Gummi. Das ist so eine Fummel. Ja, nein, das ist mein Strick gerissen. So, auch mir passiert ein Fehler und ja, jetzt habe ich die Erdbeere nochmal gelumt ganz schnell und versuche jetzt hier weiterzumachen. Also, wir sind jetzt auf der gegenüberliegenden Seite und nehmen dort wieder ein Gummi, legen das doppelt auf den Haken, ziehen das ganz vorsichtig durch. So.
Und noch einmal nach unten stechen. Einfach damit ein Kreuz auf der Erdbeere entsteht. Als kleiner Kranz, wie das ja in Wirklichkeit auch ist. Die haben ja so einen kleinen Kranz oben. Und den versuche ich damit so zu machen. So. Zieht das ein bisschen fest. Nehmt euren Finger, legt ihn hier rein. So, jetzt geht ihr hier in die gegenüberliegende Seite und fahrt zu dem Loch, wo ich den Finger habe. Und da zieht ihr einfach das Gummi innen entlang und dort wieder raus. Und hier macht ihr jetzt einfach genau dasselbe. Heißt, fahrt ihr in die ersten zwei Maschen und fahrt wieder bis auf die andere Seite mit zwei, drei Stichen. Das nehme ich aber jetzt einzeln, weil wir fahren jetzt wieder durch, so, ziehen das fest. Fahren aber diesmal hier so unterhalb mittig rein und holen uns dort das einzelne Gummi wieder nach innen durch, damit wir jetzt hier unser Blatt ranloomen können. Das funktioniert ganz einfach. Ihr könnt es doppelten Gummis und einzelnen Gummis machen. Ich mache es jetzt mal mit doppelten. Durch das einzelne ziehen, auf den Haken legen. Das Ganze machen wir nochmal. So 3 bis 4 Mal. Je nachdem, wie lang euer Stiel vom Blatt werden soll. So, jetzt machen wir das Blatt. Fahrt ihr durch die ersten zwei Gummis, legt es wieder auf den Haken ab. Dann nehmt ihr die ersten doppelten runter. Hier ziehen wir jetzt mit zwei doppelten Gummis auch nochmal eine Masche auf den Haken, legt es wieder zurück. So verbreitern wir das nochmal, das heißt, wir gehen durch die ersten zwei Gummis, legen die wieder ab, nehmen die vom Haken runter. Dann durch die Mitte machen wir zwei. Also durch die Mitte fahren wir durch die vier Gummis, beziehungsweise zwei doppelten, legen die wieder ab. Und jetzt fahren wir hier durch das einzelne, legen wieder alle den ganzen Stapel zurück. Jetzt verkleinern wir einfach wieder. Das heißt, wir fahren hier durch diese drei, damit die Lücke verschlossen ist. Jetzt fahren wir hier durch die restlichen drei. Legt wieder alles zurück. Und jetzt nehmt ihr noch ein einzelnes und zieht einfach eine Masche durch. Zack. Und fertig ist ein Blatt eurer Erdbeeren. Wenn ihr jetzt einfach hier das zweite macht, dann fangt er einfach wieder hier unten an, stecht hier einfach ins Grüne ein, nehmt wieder ein Gummi, macht das doppelt und macht einfach genau denselben Schritt nochmal für das zweite Blatt. Also ganz einfach. Muss ich euch ja jetzt nicht nochmal zeigen. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat meine Erdbeeranleitung gefallen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen und ja, diese Woche ist Früchtewoche, es wird noch mehr Anleitungen zu Früchten geben. Und ja, bis dahin, schaust du Kümmer, bist du Luma und schaut auf meinen Kanal vorbei. Es gibt noch viel mehr Anleitungen. Viel Spaß!